In den letzten paar Tagen bin ich ziemlich viel gelaufen auch. Ostfriedhof, Thalkirchen an der Isar entlang, habe viel Worship gehört, habe auch Worship gesungen, habe Leute angesprochen, konnte auch mal für eine Frau beten, fürs Knie und einem Mann, der Alkoholprobleme hat, zuhören. Heute war ich dann mit meinem Mann auf dem Südfriedhof und auch sonst noch unterwegs, konnte einige Leute ansprechen, haben schöne Dinge erleben dürfen. Bin dann später noch allein weiter zum Marienplatz und es war wirklich eine gesegnete Zeit. Später, als ich bei der Terrasse einer Pizzeria vorbeilaufe, habe ich eine Frau, die allein am Tisch saß, angesprochen und gesagt, frohes Osterfest. Sie sagt, oh mei, jetzt hätte ich dich nicht erkannt. Komm, setz dich hin, ich will dir was bezahlen zum Trinken. Obwohl ich ihr beteuerte, dass wir uns nicht kennen, hat sie mir dann was zu trinken bezahlt. Erst nach irgendwie 10 Minuten gefühlt hat sie gemerkt, dass wir uns wirklich nicht kennen. Und leider war sie schwerhörig und ich musste ziemlich laut reden oder ziemlich nah an ihrem Ohr. Ja, ich wollte Zeugnis sein, aber sie war mir dann das Zeugnis, weil der Kellner war so unfreundlich und ich habe sicher 10 Minuten gewartet. Er hat meines Erachtens viele Leerläufe gemacht und so weiter und ich hätte ihm mal die Meinung gegeigt, hoffentlich in Liebe, aber sie hat gesagt, ich soll nicht schimpfen. Das hat mich auch Gott wieder überführt und ja, so läuft das manchmal. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich wünsche dir und uns die Weisheit, die König Salomo hatte, die wir auch von Gott kriegen, wenn wir ihn darum bitten, siehe Jakobus 1, wo das beschrieben wird. Ich wünsche uns, wenn Anfechtungen kommen, also wenn unser Glaube geprüft wird, wenn wir bedrängt werden und der Glaube auf Echtheit geprüft wird, dass wir Siege davontragen. Und falls es mal Niederlagen gibt, dass wir schnell wieder aufstehen, Staub abklopfen, Krone richten, weitergehen. Den Mut eines Josua, wo Gott sagt, sei stark, sei mutig. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du gehst. Das Herz einer Ruth, die sagte zu ihrer Schwiegermutter, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk und wo du begraben wirst, da will ich auch begraben sein. Die Steinschleuder eines Davids, inklusive der Steine, wenn Goliaths in unserem Leben aufstehen. Wir haben nämlich nicht einen Geist der Furcht, sondern der Timotheusbrief sagt uns was? Den Geist der Liebe, Kraft und Selbstbeherrschung. Und ich sage es jetzt mal, wie Maria Präan es sagt, als sie sich bekehrte, ist der Osterhase verschwunden. Also nein, excuse, der Angsthase in ihr. Jetzt bin ich schon bei Ostern. Der Angsthase in ihr ist verschwunden, weil der Löwe aus dem Stamme Juda in ihr zu leben begann. Ja, ich weiß nicht, ob er gefressen wurde. Keine Ahnung, er ist verschwunden. Ich wünsche uns auch das Herz eines Daniel, das sich eben nicht fürchtet. Und wenn wir Löwengrubenerlebnisse haben, dass die Löwen an uns kein Fleisch riechen, weil wir so geistlich unterwegs sind, weil wir so sehr uns selbst gestorben sind und in Christus leben. Man kann Fan sein von Jesus oder wirklich Nachfolger. Und er sagt uns im Johannesbrief, dass wer ihn liebt, auch seine Gebote hält, also das tut, was ihm gefällt. Gott sei Dank liebt er den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wir dürfen einfach nicht damit so ein bisschen liebäugeln. Man kann nicht ein bisschen schwanger sein und so kann man auch nicht ein bisschen sündigen. Wenn man sündigt, dann sündigt man und Sünde ist Zielverfehlung. Ich wünsche uns allen auch einen Aaron, wo wir ihn brauchen, weil uns die Worte fehlen. Feuerbusch, brennende Feuerbuscherlebnisse und Meere, die sich teilen, denn wir haben einen Gott der Wunder. Und weißt du, was das größte Wunder ist?
dass du und ich mit ihm unterwegs sind, dass er unsere steinernen Herzen gegen fleischerne getauscht hat. Das wünsche ich uns. Halleluja. Und selbst wenn wir nur ein Senfkorn-Glauben haben, wichtig ist, an wen wir glauben. Wie groß mit unser Gott ist, ist er gerade so klein mit Hut, so ein Schubladengott, oder ist er Gott, der Allmächtige, der El Shaddai? Weißt du, Gott ist auch ein Kriegsgott, er heißt nämlich auch Herr der Herrscharen. Egal wer gegen uns ist, wenn Gott für uns ist, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und weißt du, nur ein Drittel der Engel sind mit dem Teufel gegangen und zu Dämonen geworden. Der Rest sind alles Engel und es sind Legionen von Engeln. Und selbst wenn wir die nicht so immer sehen oder fühlen, wir sind stets von Engeln und einer Wolke von Zeugen umgeben. Halleluja, Halleluja. So wünsche ich dir, dass du nicht am Kreuz stehen bleibst in Trauer, dass du nicht im Grab liegen bleibst wie tot, sondern dass du dich freust. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Aber es hat ihn alles gekostet, alles, alles, damit wir bei ihm sein können. Es sind nicht die Nägel, die ihn am Kreuz hielten, sondern seine Liebe für dich, für mich. Und er hat stets den Willen des Vaters gesucht. So lasst uns wirklich, wenn wir das Vaterunser beten, ganz bewusst beten, dein Wille geschehe, nicht meiner. Wie er schon im Himmel geschieht, so auch auf Erden, so auch in unser Leben. Und dein Reich komme. Und das wollen wir doch. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören Christus. Und Christus ist unser Leben, Sterben ein Gewinn. Halleluja, Halleluja. Schön, dass es Ostern wurde. Schön, dass es Auferstehung gab. Schön, dass wir heute auch den Heiligen Geist haben und aktuell noch in Ländern leben, wo wir ihn frei anbeten dürfen, wo wir frei darüber reden dürfen, wo wir Bibeln besitzen dürfen, welch ein Schatz wir doch eigentlich haben. Und uns ist es oft einfach nicht bewusst. Nun segne dich der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dir eine gute Zeit. Ciao.